Selen gilt als potenziell kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung. Warum das so ist und was du tun kannst, um deinen Bedarf zu decken, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wir gehen dabei auf die wesentlichen Punkte ein, sodass du die Basics drauf hast, ohne einen Doktor in Selenkunde machen zu müssen. Los geht's! Zunächst einmal, Selen kommt so im Periodensystem vor. Das heißt, es ist keine Verbindung mehrerer Elemente wie etwa Zucker oder Vitamine. Unser Körper kann es nicht selber herstellen und wir sind darauf angewiesen, ausreichend mit der Nahrung zuzuführen. Man unterscheidet bei der Einschätzung der Selenversorgung zwischen mischköstlicher und veganer Ernährung. Warum ist das so? Tierische Lebensmittel wie Fleisch oder Milch enthalten Selen, teilweise wird hier auch dem Kraftfutter schon Selen beigemischt. Wenn die Tiere genug Selen haben, haben auch die Menschen, die die Tiere essen, meistens genug Selen aufgenommen. Pflanzliche Lebensmittel enthalten oft sehr wenig Selen nur. Side Fact hierzu. Dass so viele pflanzliche Lebensmittel so wenig Selen enthalten, liegt unter anderem auch daran, dass die politische Strategie zur bevölkerungsdeckenden Versorgung mit Selen die ist, Tierfutter systematisch mit Selen anzureichern, wir Deutschen essen ja auch viel tierische Produkte, anstatt die Böden anzureichern mit Selen, wovon auch die vegan lebenden Personen etwas hätten. Dann haben wir vielleicht nicht so viel Selen. Ist das denn so wichtig? Ja. Selen ist super wichtig für die Schilddrüse. Das ist ein kleines Organ, hast du vielleicht schon mal gehört, das sitzt hier und sendet den ganzen Tag in den Körper Hormone aus. Und zum Funktionieren braucht die Schilddrüse auf jeden Fall Selen. Wenn wir zu wenig Selen haben und eine Schilddrüsenunterfunktion damit einhergeht, dann sind mögliche Symptome Gewichtszunahme, ständiges Kältegefühl oder Zittern. Andere Symptome für einen Mangel an Selen könnten blasse Nägel oder Haare oder dünner werdendes Haar sein. Die erste von zwei Möglichkeiten, deinen Selenbedarf zu decken, wäre über geeignete Supplemente zu gehen. Hier hast du den Vorteil, dass du eine regulierte Zufuhr an Selen hast und deinen Bedarf so sicher abdecken kannst. Die zweite Variante wäre die regelmäßige Zufuhr von Paranüssen. Paranüsse sind eins der wenigen pflanzlichen Lebensmittel, die auch heute in Deutschland recht hohe Mengen an Selen enthalten können. Die Faustregel ist hier so eine Paranuss pro Tag. Doch habe Obacht! Der Selengehalt in Paranüssen kann extremen Schwankungen unterliegen. Und so kann es sein, dass du mit einer Paranuss entweder viel zu wenig Selen aufnimmst oder aber auch schon so viel, dass du über der geratenen Höchstmenge landest. Und das ist auf Dauer nicht so unerheblich, da auch eine toxische Überversorgung möglich ist. Eine Überversorgung an Selen erkennst du an ähnlichen Symptomen wie einen Mangel, also blasse Nägel oder Haare, oder aber auch an Knoblauchatem. Kommen wir zum Fazit für heute. Mach dir erstmal keinen Stress mit Selen. So ein Nährstoffmangel, und das ist bei Selen nicht anders, der entsteht nicht von heute auf morgen. Wenn du neu bist in der veganen Ernährung, dann nimm dir die Zeit und ruf dich in Ruhe ein. Mehr Infos zu Selen findest du in dem Blogbeitrag, den ich hier in der Beschreibung verlinke. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für deinen Weg und bis dann!